Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Physikalischen Vereins. Wir starten hier heute in dieser Überreihe Naturwissenschaft und Technik des Physikalischen Vereins mit einer besonderen Vortragsreihe, nämlich mit Abends bei FAIR. Das ist ein Projekt, das wir vor einem Jahr an GSI und FAIR begonnen haben, mit einem Vortrag live auf dem Campus. Und da wir das jetzt gerade nicht machen können, streamen wir jetzt. Und in Zusammenarbeit mit dem Physikalischen Verein bieten wir uns Ihnen das jetzt hier auf dem YouTube-Kanal an. Die Premiere war im Februar eben 20 und ich freue mich sehr, dass der wundervolle Kollege, mit dem ich das organisiere, auch hier ist. Den werden Sie gleich kennenlernen. Was ist FAIR? Wenn Sie FAIR und GSI noch nicht kennen, es ist eine große und weltweit einzigartige Beschleunigeranlage für Ionen. Und worum es genau geht, wird Ihnen gleich unsere Sprecherin Yvonne Leifels genauer zeigen. Jetzt geht's gleich los. Wir möchten Sie mit ein paar schönen Bildern begrüßen und dann sehen wir uns gleich mit meinem Kollegen und der Sprecherin. Hallo und guten Abend. Ich freue mich sehr, Ihnen vorstellen zu dürfen, den lieben Kollegen Daniel Severin von GSI und FAIR. Hallo Daniel. Und natürlich herzlich willkommen unsere Sprecherin Yvonne Leifels von GSI und FAIR, die uns gleich mit in diese Welt nehmen wird, uns erzählen wird, was dort gemacht wird und was es die Zukunft dort bringt. Dann. Daniel, stell's. An den hochenergetischen Schwerionenreaktionen und war maßgeblich am Aufbau von großen Detektorsystemen wie FOPI und R3b beteiligt, wobei R3b heutzutage immer noch stark genutzt wird bei uns an der Anlage und auch Richtung FAIR weiter ausgebaut wird und genutzt werden kann. Vor gut 10 Jahren ist Yvonne dann in das Wissenschaftsmanagement übergegangen, kann man sagen, und ist mittlerweile die stellvertretende Forschungsdirektorin von GSI und FAIR und möchte uns heute Abend einen schönen Überblick geben über die Forschung bei uns im Institut. So, und damit übergebe ich an Yvonne. Bitte, wir freuen uns alle auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Dann. So, ja, vielen Dank, Daniel, für die nette Einführung. Und in der Tat gebe ich heute einen kurzen Überblick über alle Themen, die bei FAIR eine Rolle spielen, reiße so ein paar Experimente an, ein paar Fragestellungen. Natürlich, FAIR ist ein Riesenprojekt, das kann man nicht in einem Vortrag komplett behandeln. Und ich werde einfach nur ein paar Sachen zum Schnuppern vorstellen und zwei Sachen ein bisschen ausführlicher diskutieren. So, das FAIR-Beschleunigerprojekt ist ja gerade in dem Film schon vorgestellt worden. Das wird gerade aufgebaut in der Nähe der GSI. Und die Anlage sieht letztendlich so aus. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier Strahlen zu beschleunigen. Ionen hier im großen Ringbeschleuniger, das ist 100. Diese Ionen können hier weitergeleitet werden. Hier an dieser Stelle werden Antiprotonen erzeugt, also Antiteilchen durch Schwerionenkollisionen, dann weitergeführt.
Und hier gibt es verschiedene Aufbauten und Experimente, die, mit denen man dann Forschung mit diesen Ionenstrahlen bzw. Antiprotonenstrahlen machen kann. Das ist so eine kleine Übersicht. Es gibt insgesamt 4 große Kollaborationen, die bei FAIR experimentieren werden in Zukunft, aber auch jetzt schon an der GSI arbeiten. Das ist einmal die APA-Kollaboration, die sich mit Atomphysik, Plasmaphysik und Materialforschung und Biophysik beschäftigt und insbesondere Ionen und die Antiprotonenstrahlen benutzt. Die CBM-Kollaboration mit Ionen und Protonenstrahlen, Panda-Kollaboration wird die Antiprotonenstrahlen benutzen und NuSTAR, instabile exotische Ionen. Ich werde gleich ganz ausführlich erklären, was das alles ist. So, das ist ein Blick auf das Baufeld bei FAIR und wie man sieht, es geht da voll die Post ab momentan, das ist vom letzten November. Und es gibt hier auf YouTube auch diverse Videos, wo man verfolgen kann, wie und wie FAIR jetzt gerade ausgebaut wird. Hier hinten sieht man im Hintergrund da im Wald zurückgesetzt, das ist die alte, die GSI. Wir sagen immer die alte GSI, Unterschied zum neuen FAIR. Und was hier vorne, so dieses Rechteck, wird zum, das Cave der CBM-Kollaboration werden. Und hier sieht man angedeutet nochmal den Ring. FAIR, das heißt das Universum im Labor. Warum ist es das Universum im Labor? Nun, das Universum ist eine recht vielfältige Angelegenheit. Angefangen von den kleinsten Teilchen, die wir kennen, Quarks, geht es über zu den Protonen und Neutronen, die zum Schluss Kerne bilden. Kerne formen sich zu Atomen. Atome zu Moleküle und Moleküle schließlich zu Zellen. Und all dies ist Thema, bei FAIR. Angefangen hier auf der rechten Seite habe ich das nochmal dargestellt, angefangen mit dem Big Bang, wo im Prinzip in den ersten paar Minuten die Strukturen festgelegt worden sind, die heute in unserem Universum existieren. Dann folgt die Bildung von Protonen und Neutronen. Schließlich sammeln die sich zu Kernen, formen Moleküle und schließlich unser gesamtes heutiges Universum. Ich habe ja gesagt, ich wollte ein paar Ausschnitte darstellen aus den diversen Programmen und Panda. Die Panda-Kollaboration beschäftigt sich insbesondere mit dem Thema, was befindet sich im Innern von den kleinsten Teilchen, so wie wir sie heute kennen. Atomkerne, der ist hier dargestellt, bestehen aus Protonen, das sind die roten Kügelchen, und Neutronen. Das sind hier jetzt mal jetzt blaue Kugeln visualisiert. Und wir wissen heute relativ gut, dass Protonen und Neutronen in ihrem Innern aus weiteren kleinen Teilchen bestehen. Die bezeichnen wir als Quarks, das sind wieder diese kleinen Kügelchen. Und tatsächlich betrachten wir die heute wirklich als Kügelchen, da gibt es keine Unterstruktur mehr. Und Gluonen, die quasi als Gummibänder oder Seile zwischen den Quarks fungieren. Unser Standardbild sieht so aus, dass zum Beispiel Proton und Neutron aus 3 solcher Quarks aufgebaut sind und vielen Gluonen. Natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, und das tut genau die Panda-Kollaboration, ist das alles? Gibt es nicht irgendwelche komplizierteren Sachen? Und da kann man sich jetzt verschiedene Möglichkeiten überlegen. Natürlich ist das jetzt, man hat nicht die freie Wahl. Das Ganze, hinter diesem Ganzen stecken natürlich bestimmte Regeln. Als Physiker bezeichnen wir die als Wechselwirkung und Gesetze, die uns vorschlagen, die uns ein bisschen beschränken in unserer Fantasie. Aber 2 Teilchen wären möglich, die man aus Quarks und Gluonen bauen könnte und gegen keine Regel verletzen. Das eine sind Hybride, die bestehen aus 2 Quarks und einem Gluon. Das ist wieder so ein 3-Teilchen-Konzept. Und dann gibt es sogenannte Blue Balls, die absolut nur aus Gluonen bestehen. Und das ist genau die Fragestellung, die Panda angehen wird, wenn FAIR laufen demnächst ist gut, aber laufen wird.
Eine andere Fragestellung, da werde ich auch nachher ein bisschen näher drauf eingehen, ist, wie und wo entstehen die Elemente im Universum? Das ist Thema des New Star-Programms. Neutronensterne, ich weiß nicht, sind sehr kompakte Objekte. Ich werde nachher noch näher beschreiben, wie die aussehen, aber das CWM-Programm beschäftigt sich mit dem Thema, wie sollen sehen Neutronensterne im Innern aus? Dann gibt es, dann hatte ich ja dieses wunderschöne Bild, das ist übrigens der Vela-Nebel im Hintergrund, und da sieht man so leuchtende Gaswolken. Diese Gaswolken bestehen jetzt aus Ionen. Das sind nicht Atome, die angeregt werden, wie auf der Erde, sondern aus Ionen. Und natürlich möchte man genau die Prozesse untersuchen, die diese Gaswolken so leuchten lassen, und zwar im Labor. Wie macht man das? Man erzeugt genau diese Ionen, beispielsweise hier am Beispiel von Kohlenstoff, von dem Kohlenstoffion, nimmt den genau, indem man ihm genau ein Elektron wegnimmt und dann in so einen Speicherring schickt. In dem Speicherring kreisen diese Ionen jetzt im Prinzip unendlich lange und können jetzt untersucht werden, beispielsweise durch einen Laserstrahl angeregt werden. Das ist dann hier, dann habe ich ein angeregtes Ion und kann untersuchen, wie das jetzt zerfällt. Und auf diese Art und Weise verschaffe ich mir Informationen, die Theoretikern mithilfe von Modellen, die werden dann Modelle entwickeln, in die diese Informationen eingehen, und diese werden dann helfen, diese leuchtenden Gaswolken besser zu verstehen. Ein anderes Programm, das die APA-Kollaboration verfolgt, ist, wie verhält sich Materie bei hohen Drücken und Temperaturen? Zum Beispiel im Innern von Planeten. Wie funktioniert das? An der GSI haben wir jetzt schon aufgebaut ein Protonenmikroskop, mit dem es möglich ist, Materialien zu untersuchen, winzige Materialien und Dichteschwankungen zu messen. Das habe ich hier dargestellt. Das Protonenmikroskop ist das Proton, das heißt Prior, Proton, und hier sind Beispiele für Objekte, die mithilfe des Protonenmikroskops untersucht werden. Das hier ist ein einfacher Tantaldraht, so das ist jetzt nicht besonders charmant, das ist, hat eine Breite von 800 Mikrometern, also 800 mal 10 hoch minus 6 Meter. Das ist insofern nicht ganz interessant, das ist schon mal also eine wichtige Erkenntnis, es funktioniert, ich kann diesen Tantaldraht messen. Was ich aber auch damit messen kann, ich kann diesen Tantaldraht zum Beispiel erhitzen und so weit erhitzen, dass er explodiert. Und dann kann ich Einzelaufnahmen machen von dieser Explosion. Und zwar mit einer Geschwindigkeit, das schafft keine normale Kamera, nämlich 20 Nanosekunden. Das sind 20 mal 10 hoch minus 9 Sekunden. Ups, Entschuldigung, ich war ein bisschen zu hastig. So, eine andere Fragestellung, die wir bei FEA angehen können, ist: Im Weltraum haben wir ja erstmal nur Atomkerne, die sich dann zu komplexeren Molekülen zusammenbilden müssen. Und dann gibt es dann untersucht die APA-Kollaboration und der Zweig der Materialforschung, wie im Kosmos komplexe Moleküle entstehen können. Das, was hier dargestellt ist, ist ein kleiner Staubkorn, so wie sie im Kosmos typischerweise vorkommen und dort so lange herumvagabundieren, bis sie zufällig auf die Erde treffen. Die bestehen anfangs aus relativ einfachen Molekülen. Wasserstoff, Methan, Kohlendioxid, Ammoniak, Schwefeldioxid. Wenn man diese Gemische jetzt aber mit kosmischer Strahlung bestrahlt, und kosmische Strahlung besteht im Wesentlichen aus Protonen und auch ein paar Schwerionen, dann entstehen durch diese Bestrahlung komplexere Moleküle. Hier zum Beispiel habe ich einige davon dargestellt. Das sind Polyaromate, die sind schon deutlich komplexer als das, was wir bis dahin hatten. Und natürlich ist die umgekehrte Frage, was macht die Weltraumstrahlung kaputt? Das ist auch Thema hier, insbesondere von der Biophysik.
von der Biophysik, die untersucht, was passiert in Zellen, wenn sie von schweren Ionen getroffen werden. Ich habe da mal gerade so zwei schwere Ionen durchfliegen lassen und tatsächlich sieht man jetzt hier in der Zelle, ich habe das jetzt auf Wiederholung gestellt, damit man sich das ganz genau angucken kann, wieder so Leuchtspuren entstehen. Was da jetzt passiert, sind die Reparaturenzyme in der Zelle, die jetzt anfangen, die Schäden, die diese Schwerionen erzeugt haben, tatsächlich wieder reparieren. Diese Reparaturmechanismen, sind natürlich von entscheidender Wichtigkeit, wenn man lange Weltraummissionen plant. So haben wir an der GSI und bei FEA eine enge Kollaboration mit der Weltraumorganisation ESA gerade zu diesem Thema. Wie schützt man Astronauten auf langen Missionen, zum Beispiel von zum Mars, möglichst effektiv? Auf der anderen Seite kann es natürlich wichtig sein, dass Schwerionenstrahlen Zellen zerstören können. Und das ist bei der Tumortherapie, wo wir wiederum den umgekehrten Effekt studieren. Ich hatte ja versprochen, ich werde jetzt auf einige Themen etwas näher eingehen. Und das eine Thema, das ich jetzt ein bisschen näher besprechen werde, ist Nukleosynthese. Dazu müssen wir jetzt einen kurzen Ausflug in die Kernphysik machen. Was ist eigentlich ein Atomkern? Ich hatte ja schon gesagt, so ein Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Ich habe da jetzt das, was da ist, ist ein Zinnkern. Und Zinn besteht aus 50 Protonen und im Normalfall 68 Neutronen. Wenn man das zusammenzählt, kommt man genau auf Zinn 118. Also diese Abkürzung, die da steht, ist, dass das Zinn 118 bestehend aus 50 Protonen, 68 Neutronen, ist ein Kern. Das ist so dann die Nomenklatur, die wir dann typischerweise verwenden. So, jetzt kann ich dem Zinn jeweils ein Neutron wegnehmen. Dann habe ich Zinn 117. Es ist immer noch Zinn, hat nur ein Neutron weniger. Oder auf der anderen Seite, ich kann dem Zinn ein Neutron hinzufügen. Dann habe ich Zinn 119. Das kann ich jetzt bei Zinn relativ lange machen, sodass ich am Ende hier ganz links ein Zinn habe, das sehr neutronenarm ist, Zinn 112. Und auf der anderen Seite ein Zinn habe, das sehr neutronreich ist, Zinn 124. Die meisten Zinn-Isozinn-Kerne, die ich hier darstelle, sind schwarz. Und dann gibt es ein paar, die sind gelb. Diese einzelnen Zinnkerne, jeweils mit der unterschiedlichen Neutronenzahl, bezeichnet man als Isotope. Ist ein Kern schwarz, heißt er ist stabil. Das heißt, ich finde ihn in der freien Natur, ich kann ihn auf den Tisch legen, er wird nie zerfallen. Diese Zinn-Isotope 113 und 121 dagegen zerfallen. Das heißt, sie machen radioaktive Zerfälle, die dazu führen, dass sie nach einer gewissen Zeit aus dieser Reihe verschwinden. So. Wenn ich das jetzt für die gesamte Zinnreihe mache, bis zu Zinn 100, ich kann ja jetzt noch weitere Neutronen wegnehmen, dann ist der leichteste Kern, den man kennt, ist jetzt also Zinn 100 und der schwerste wäre hier außen. Und das wäre die gesamte Zinnreihe. So, und jetzt kann ich, und hier, da in der Mitte, das sind genau die, bis dahin, die Isotope, die ich gerade vorgestellt hatte. So, jetzt kann ich das, nachdem ich das für Zinn gemacht habe, ist es ja ganz einfach, das für alle Kerne zu machen. Und daran komme ich auf etwas, das man Nukleidkarte nennt. Hier sieht man noch die Zinnreihe, mit der wir angefangen haben. Und hier sind jetzt alle Nuklide dargestellt, die wir momentan kennen. Die schwarzen, wie gesagt, sind die stabilen Isotope. Gelbe sind instabile Isotope. Also Isotope, die auf irgendeine Art und Weise zerfallen, radioaktiv sind. Und dann gibt es die grünen Isotope. Die hat man überhaupt noch nicht nachgewiesen, aber man vermutet, dass es sie gibt.
So, und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wo entstehen diese Elemente? Die allerersten Elemente, also die leichtesten Elemente, sind im Big Bang schon entstanden. Das sind nicht besonders viele, das ist im Wesentlichen nur das Wasserstoff, also das leichteste Element, was wir kennen, und das Helium. Das besteht aus 2 Protonen, 2 Neutronen, das ist das nächste Element. Aber davon und dann noch eine ganz klitzekleine Spur von Lithium. Die nächste Stelle, wo Elemente produziert werden, sind die Sterne. Wir wissen alle, dass in den Sternen ein Fusionsprozess stattfindet, der aus einfachen Bestandteilen, also Wasserstoff, nach und nach schwere Elemente produziert. Ich werde da jetzt nicht tiefsinnig drauf eingehen, also ich werde das jetzt nicht an dieser Stelle nicht erklären. Ich will jetzt nur sagen, Sterne sind so die Brutstätten aller Elemente bis zum Eisen. Wie werden die Kerne schwerer als Eisen erzeugt? Na gut. Sehr massereiche Sterne sind in der Lage, Eisen zu erzeugen. Die Sonne ist eigentlich kein besonders großer Stern auf der normalen kosmischen Skala. Das heißt, in der Sonne wird es niemals möglich sein, Eisen zu erzeugen. Aber in richtig großen, massereichen Sternen ist es durchaus möglich. Nach Eisen ist kein weiterer Fusionsprozess möglich. Das heißt, bei Eisen hört die Kapazität der Sterne aus und es müssen neue Prozesse her. Das Modell, das wir haben, ist, dass das Eisen in einer sehr, sehr neutronenreichen Umgebung, also stellen sich vor, Sie haben das Eisen, das sitzt eine ganze Weile neben anderen Eisenatomen, ganz gemütlich in der Sonne, und irgendwann plötzlich ist das Eisen nicht mehr alleine, sondern umgeben von sehr, sehr vielen Neutronen und Protonen. Und dann passiert Folgendes, das sieht man hier angedeutet durch diese lilafarbene Linie. Das Eisen fängt die Neutronen ein. Das heißt, es ist immer noch Eisen, aber wird immer schwerer. Genauso wie beim Zinn vorhin. Es wird immer schwerer und schwerer, bis es zu einem Punkt kommt, wo es einfach zu instabil wird und dann zerfällt. Dabei zerfällt es in diese Richtung und dann der nächste Kern fängt jetzt auch wieder Neutronen an, zerfällt. Und deshalb am Ende bildet sich eine solche Treppenstufe bis zu sehr, sehr schweren Massen, wenn ich genug Neutronen habe natürlich. Diesen Prozess bezeichnet man als Rapid Neutron Capture Prozess. Und auf der anderen Seite sieht man hier so einen RP-Prozess. Und da wir jetzt ja wissen, wie das funktioniert, heißt es, okay, wenn das Neutronen gewesen sind, dann können das nur Protonen gewesen sein. Ja? Und in der Tat, ich meine, man kann ja genauso gut Protonen einfangen und die Kerne, die erzeugt werden, werden irgendwann instabil, zerfallen wieder so in Richtung zu den stabilen Isotopen und dann geht der ganze Prozess weiter. So, und wo finden solche Prozesse statt? Wann habe ich genug Neutronen um unsere Eisenatome herum oder alles, was so Sterne produzieren, herum, um solche Prozesse anzustoßen? Da gibt es verschiedene Modelle oder verschiedene potenzielle Quellen. Das sind erstens Supernova-Explosionen. Haben wir alle schon mal von gehört. Wenn so ein richtig massereicher Stern am Ende seiner Lebenszeit ist, durchläuft er noch so eine Phase, wo er sich aufbläht zu einem riesengroßen roten Giganten, einem Supergiant, und explodiert dann. Und in diesem Moment gibt es eigentlich genug Neutronen und andere Teilchen, um solche Prozesse in Gang zu setzen. Dann gibt es eine andere potenzielle Quelle, das sind die sogenannten Neutronensternmerger, eigentlich Neutronensternverschmelzungen. Ein Neutronenstern ist der Überrest von einer Supernova.
Eigentlich ist der Neutronenstern unser Eisen, das wir in superschweren Sternen erzeugt wurde. Das sind die Überreste von unserem Eisenkern. Der ist jetzt aber so zusammengefallen, der heizt ja nicht mehr wirklich, der ist so zusammengefallen, dass alle diese Protonen, die irgendwann mal in dem Eisenkern waren, sich aufgelöst haben und Neutronen verwandelt. Das heißt, hier im Inneren von dieser Supernova, das ist der Krebsnebel, befindet sich so ein Neutronenstern. Und wenn wir genug Neutronensterne in dem Universum haben, werden die sich auch irgendwann treffen. Und das Universum ist so riesig, also es gibt genug Chancen für Neutronensternverschmelzungen, sodass das als potenzielle Quelle in Erwägung gezogen werden kann. Dann gibt es noch andere Quellen, das sind sogenannte AGB-Sterne, X-Ray-Burster und Supernova 1, die erzeugt, die sind im Wesentlichen für diese Seite, den RP-Prozess verantwortlich. So, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, okay, watch else, wir spielen jetzt auch mal, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir können superschwere Elemente, also Elemente jenseits die Möglichkeiten des Universums auch im Labor erzeugen. So, was ist aber das? So, jetzt noch weiter. Jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst: Neutronensterne sind die Überreste von diesen Supernova. Der hier im Krebsnebel, das ist eine Supernova-Explosion, den die Chinesen beobachtet haben, und zwar im Jahr 1054. Gibt es einen Neutronenstern, der sehr, sehr schnell rotiert. Der ist aber so klein und so lichtschwach, dass man ihn auf diesem Bild nicht sieht. Neutronensterne haben total interessante Eigenschaften. Oh. Bitte nicht. So, Entschuldigung. Irgendwie kämpfe ich gerade mit meinem Rechner. Neutronensterne haben sehr interessante Eigenschaften. Sie sind, so haben im Mittel 1,5 bis 2 mal die Sonnenmasse. Aber sie haben so einen Radius um die 12 Kilometer. Ich habe mir hier, das ist so ein Bild, das ist ein Neutronenstern über Vancouver, um mal den Größenvergleich darzustellen. Also sie sind wirklich sehr klein, aber sie sind maximal dicht. Wie sie innen drin aussieht, ist nicht so wirklich bekannt. Es gibt wieder Modelle dazu, um das zu beschreiben. Und die Dichte im Innern ist bis zu 5-mal größer als die normale Kerndichte. Das heißt, das ist wie ein sehr, sehr, sehr dichter Kern. Ein riesen Atomkern, der nur aus Neutronen besteht. Im August 2017 wurde tatsächlich zum ersten Mal das Signal einer Neutronensternverschmelzung gemessen. Und zwar durch Gravitationswellen. Gravitationswellen entstehen bei so einem solchen Event, wenn diese Neutronensterne langsam um sich herumkreisen. Das sieht man hier so andeutungsweise. Wenn die Neutronensterne aufeinander zufliegen, dann tun sie das nicht unbedingt so, wie sie es jetzt hier dargestellt sind. Oder normalerweise würden die anfangen, um sich zu kreisen und dann langsam ineinander verschmelzen und zum Schluss einen Neutronenstern bilden oder, wenn die Masse groß genug ist, sogar ein schwarzes Loch. Im August 2017 war definitiv eine Neutronensternverschmelzung gemessen worden. Das konnte man an dem Gravitationswellensignal sehen. Das Gravitationswellensignal wurde von dem Gravitationswellendetektor LIGO gemessen. Das sieht halt so aus, wie man sich das so ein bisschen vorstellt. Was man sieht, ist, wie die beiden Neutronensterne umeinander spiralisieren, dann sich irgendwann berühren und dann gibt es ein sogenanntes Ringdown, sonst die letzten Signale. An der Länge des Ringdowns kann man übrigens erkennen, was für ein Typ von Verschmelzung das am Ende gewesen ist. So ein langes Ringdown, das sind tatsächlich nur 15 Millisekunden, also ist ein ziemlich schnelles Event gewesen, zeigt an, dass es tatsächlich eine Neutronensternverschmelzung war, die am Ende auch wieder einen Neutronenstern gebracht hat.
das Interessante war und das Wichtige für uns ist, dass als das Signal, das Gravitationswellensignal gemessen wurde, haben natürlich alle Observatorien an die Stelle geguckt, wo man die Quelle vermutet hat. Denn so ein Event ist ja nicht nur im Gravitationswellenspektrum, also es sind diese riesenhaften Massen, die sich zusammenschmelzen, interessant, sondern auch, es muss Licht erzeugt werden. Und tatsächlich hat man an der Stelle, wo das Signal, wo dieses der Merger erwartet wurde, ein Lichtsignal gesehen und das jetzt über mehrere Tage beobachtet. Und das sind hier die roten Punkte. Das ist die Intensität des Lichtsignals. Und jetzt sind die Leute hergegangen oder hatten schon länger vorhergesagt, okay, wenn ich so ein Event habe, nennt man dann Kilonova, dann erwarte ich folgende Lichtkurve. Falls in diesem Event tatsächlich Elemente entstanden sind und tatsächlich konnte man bestätigen, dass diese Elemente tatsächlich erzeugt wurden. Um solche Modellrechnungen zu machen, sind natürlich die Eigenschaften instabiler Kerne sind sehr wichtig. Und deshalb haben wir bei FAIR, gibt es jede Menge Detektoren, viele verschiedene Detektoren, die in der Lage sind, Eigenschaften von diesen Kernen zu bestimmen. Das ist erstmal so triviale Eigenschaften wie die Masse. Da gibt es verschiedene Experimente, die komplementäre Messungen machen. Dann ist natürlich wichtig, ist die Lebenszeit. Ich hatte ja gesagt, die Kerne fangen so lange Neutronen an, bis sie zu instabil werden. Also ist die Lebenszeit ein wichtiger Punkt. Und der Ladungsradius für gewisse Fälle und die Kernstruktur sind alles Sachen, die man mit diesen Experimenten messen kann. Das sind Gamma-Detektoren, das sind Catcher, die diese radioexotischen Kerne einfangen und dann untersuchen. Kommen wir nochmal auf die Neutronensterne zurück. Neutronenstern-Merger sind ja schon, also wir haben da einen Kern, der hat das bis zum Fünffachen der Kernmateriedichte. Und die Kernmateriedichte, nur dass wir das mal vorstellen können, sind 10 hoch 11 Kilogramm pro Kubikzentimeter. Also wenn ich so einen Kubikzentimeter Kernmaterie hinlegen würde, wird das wahrscheinlich hier einfach nur das ganze Haus durchschlagen und irgendwo im Boden aufgefangen werden. Glücklicherweise sind typische Kerne eher klein, und Neutronensterne sehr weit weg. Also wir reden schon von einem Event, das ist eine Gesamtmasse von 4 mal 10 hoch 30. Das sind eine 10 mit 30 Nullen, das heißt das hier, diese komische Schreibweise. Eine Größe von insgesamt 20 Kilometern und ein Event, das einige Sekunden eigentlich nur dauert. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, hier an der GSI und später bei FAIR und bei höheren Energien Schwerionenkollisionen durchzuführen. Was ist da also? Das heißt zum Beispiel, ich schieße zwei Goldkerne, das sieht man hier in dem Movie, der sich immer wieder wiederholt, aufeinander. Dann habe ich zwar nur eine Masse von 6,5 mal 10 hoch minus 24 Kilogramm, das ist eine 0 und dann 0,23 Nullen und dann kommen wieder mal Zahlen. Und eine Größe von 2 mal 10 hoch minus 14 Metern, also total winzig. Und dann habe ich noch das Problem, dass das Ganze hier, das so schön langsam jetzt und gemütlich abläuft, tatsächlich nur 10 hoch minus 24 Sekunden dauert. Ja, also wieder eine 0,23 Nullen und dann kommt wieder eine Zahl. Also extrem kurz. Aber diese beiden Ereignisse haben schon was gemeinsam. Nämlich die Temperatur ist in beiden Fällen ungefähr 7000 Mal heißer als das Innere der Sonne. Und die Dichte ist 1000 Milliarden Mal dichter als das Innere der Sonne. Das heißt, die Dichte, die ich in einem solchen Neutronenstern-Merger erreiche und die Dichte, die ich in einer Gold-auf-Gold-Kollision erreiche, sind sehr ähnlich. Das heißt, ich kann hier im Labor so einen Neutronenstern-Merger auf klitzekleinem Niveau nachmachen.
So, wie sieht das dann aus? Also wir fangen wieder an mit Protonen und Neutronen. Das sieht man mittlerweile in so einem, das ist jetzt so quasi, wo die beiden Kerne sich komplett überlappen. Und dann hat man auch schon in dem Movie gesehen, da sind so andere Farben erschienen. Das heißt, das sind neue Teilchen, die produziert werden. Die Energien, mit denen wir da gerade umgehen, sind so hoch, dass neue Teilchen erzeugt werden. E gleich mc Quadrat, ich glaube, das kennt jeder oder hat schon mal davon gehört. Das heißt ja nichts anderes, dass ich Energie, also Bewegungsenergie, die, mit denen die beiden Kerne aufeinander stoßen, in Masse umwandeln kann. Und genau das passiert in so einer Schwellenreaktion. Die Energien sind so gigantisch oder so hoch, dass ich neue Teilchen erzeugen kann. Und je nachdem, wie hoch die Energie ist, umso exotischer kann das Teilchen werden. Okay, also hier sind jetzt mal so ein paar interessante Teilchen hingemalt. Das heißt hier Charm. Unsere ganze Welt besteht aus zwei Sorten von Quarks. Das ist das Up- und das Down-Quark. Aber es gibt natürlich noch einige mehr. Und eines davon nennt sich Charm-Quark. Ein anderes Quark, das ist ein sogenanntes Strange Quark, das ist sogar ein bisschen leichter als das Charm Quark, steckt zum Beispiel hier in diesem Teilchen drin, es ist ein Phi, das ist ein griechisches Phi. Das ist ein Xi, das hat sogar zwei Strange Quarks. Eigentlich sieht es aus wie ein Proton, bloß die Up- und die Down-Quarks aus dem Proton sind durch diese Strange Quarks ersetzt worden. Und das Omega, das ist das Mega-Strange-Teilchen, da sind tatsächlich drei Strange Quarks drin. Und diese Teilchen, die leben alle aber sehr kurz. Das heißt, so direkt kann man die nicht messen, sondern nur durch ihre Zerfälle. Das ist zum Beispiel hier angedeutet, das ist noch ein anderes Teilchen. Das ist das Rho, das zerfällt in zwei Elektronen. Das E- ist das ganz normale Elektron, das wir im Prinzip aus der Stromleitung kennen. Und das E+ ist das Antiteilchen zum Elektron. Und dann gibt es jede Menge weitere Teilchen. Es gibt Kaon, Pion, Lambdas, Eta. Also einen ganzen Zoo von Teilchen, die man in solchen Schwerionreaktionen kurzzeitig produzieren kann. Was will man damit eigentlich? Na gut, eigentlich das Ziel von einem Studium solcher Schwerionreaktionen ist zu verstehen, wie Neutronensterne beispielsweise im Innern aufgebaut sind. Aber okay, was steckt dahinter? Dahinter steckt das sogenannte Phasendiagramm von Kernmaterie oder von nuklearer Materie. Was ist ein Phasendiagramm? Das kennen wir eigentlich vom Wasser, kennt das jeder. Er hat es wahrscheinlich noch nie so bunt gesehen wie hier auf der linken Seite. Aber wir wissen, Wasser siedet bei einer Temperatur von 100 Grad, das ist hier, und einem Druck von 1 Bar. Wasser schmilzt. Also der Wasser geht vom festen in den flüssigen Zustand zum Beispiel hier an, da hier bei normalem Atmosphärendruck und 0 Grad. Das heißt, was hier eingemalt ist, so diese Linien, sind die Grenzlinien der sogenannten Phasen von Wasser. Die drei Phasen von Wasser, das ist Gas, das ist hier unten, flüssig und fest. Und das wird dargestellt in dem Diagramm Druck gegen Temperatur. Das ist so unser Standardbild von Wasser. Was hier auf der rechten Seite ist, ist eine theoretische Vorhersage des Phasendiagramms von Kernmaterie. Witzigerweise eigentlich hat die Kernmaterie oder die Wechselwirkung zwischen Nukleonen hat ziemlich viel Ähnlichkeit mit der von Wassermolekülen. Deshalb gibt es hier tatsächlich auch eine gasförmige Phase und eine flüssige Phase. Also die feste Phase haben wir weggelassen. Wir fangen bei Kernmaterie im Prinzip hier an. Ja, wir haben eine flüssige Phase und eine gasförmige Phase. Aber die ist im Prinzip, das Ganze ist hier zu Ende und dann wird es interessant. Wir haben wieder die verschiedenen Teilchen, die eine Rolle spielen. Und irgendwann, das ist diese Linie hier oben, kommen wir aus unserer normalen Teilchenwelt raus und gehen in eine neue Welt.
An dieser Stelle findet ein sogenannter Phasenübergang statt. Also nicht flüssig und fest, gasförmig, sondern ein neuer Phasenübergang, wo eine neue Phase eine Rolle spielt. Jetzt ist es bei Kernmaterie ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Was ist dieser Phasenübergang? Gasförmig, flüssig, können wir uns was darunter vorstellen. Was an der Stelle stattfindet, ist, dass sich unsere Teilchen auflösen quasi. Und was wir da drüber haben, sind Phasen, wo nur noch Quarks und Gluonen eine Rolle spielen. Bis dahin gilt unsere normale Welt und dann darüber treten wir in eine ganz interessante Welt aus Quarks und Gluonen ein. Natürlich, wenn man zu ganz hohen Dichten geht, bei Wasser wird das auch komplizierter. Und es ist schon erstaunlich, dass es doch ein bisschen anders aussieht. Wahrscheinlich haben Sie alle nicht gewusst, dass es durchaus noch andere Phasen von Wasser gibt, als außer denen, die wir kennen. Ja, also das Phasendiagramm von Wasser bei ganz, ganz hohen Drücken, ja, also das in Pascal, das 10 hoch 12 Pascal, das sind 10 hoch 7 Bar, ändert sich schon ganz krass. Hier haben wir aber Drücke, ich meine, das sind Bar, das sind 10 hoch 31, also die Drücke sind enorm. Die Temperaturen, die wir unten haben bei Kernmaterie, wir reden da von 10 hoch 11 bis 10 hoch 12 Kelvin. Okay, was heißt das? Das hatte ich ja schon gesagt, das ist 7000 Mal heißer als das Innere der Sonne, der Sonnenkern. Also nicht die Oberfläche, sondern der Sonnenkern. Und damit wir Physiker nicht immer 10 hoch 12 Kelvin sagen müssen, haben wir eine andere Skala erfunden, die steht da drüber. Jetzt können Sie sich einfach merken, dass 10 hoch 12 Kelvin irgendwo ist so bei 90 MeV liegen. Wir verwenden statt der Kelvin-Skala eine MeV-Skala. So, das ist nochmal das Phasendiagramm von Wasser. So, das ist jetzt eher die Physiker, die Darstellung, die wir dann so gewohnt sind. Temperatur gegen Dichte. Und hier sind nochmal, das ist unsere normale Welt aus den normalen Teilchen. Und dann jenseits davon ist die Welt der Quark und Gluonen und noch anderer, viel exotischerer Phasenzustände, die von der Theorie zuhergesagt werden. Ich muss das zusammendrücken und ich muss es heiß machen. Und die Möglichkeit, es zusammenzudrücken und heiß machen, ist jetzt abgesehen damals im Big Bang, einfach diese zwei Goldkerne oder andere Kerne aufeinander zu schießen. Wo machen wir das? Also an der GSI gibt es einen Detektor, der sich genau mit dieser Art von Physik beschäftigt. Das ist der Hades-Detektor. Und die interessante Frage, die wir uns jetzt als erstmal stellen müssen, ja, ist ja schön und gut, wir schießen da zwei Kerne aufeinander, aber woher weiß ich, wie heiß das da drin ist und wie dicht das war? Da gibt es einen kleinen Trick. Wir nehmen an, dass alle Teilchen, die produziert wurden, sich im Gleichgewicht produziert wurden. Dann ist das Bild nämlich ganz einfach. Dann ist die Produktionswahrscheinlichkeit ungefähr umgekehrt proportional zur Masse, so in erster Näherung. Und ich kann ein relativ einfaches Bild verwenden, um Temperatur und die Dichte zu extrahieren. Das nennen wir dann ein thermisches Modell. Das Rote sind zum Beispiel Datenpunkte für verschiedene Teilchen, die Hades gemessen hat oder mit dem Hades-Detektor gemessen wurden. Das sind Pionen, Ethers, Lambdas, das ist ein stranges Teilchen, kleines Omega jetzt, und das doppelstrange Xi minus. Und daraus kann man extrahieren, dass die Temperatur so ungefähr 80 MeV war und die Dichte, haben wir die Dichte auch wieder in Energie umgewandelt, ungefähr 820 MeV. So, auf diese Art und Weise, das kann man jetzt systematisch machen. Und hier zeige ich mal ein Bild von der Tatjana Galatschuk, wo systematisch alle Experimente, die es auf der Welt gibt, sind zu diesem Thema ausgewertet worden. Hier unten, das sind die GSI-Punkte, das sind Punkte, die mal am AGS gemessen wurden, am SBS, also so quasi eine Kollektion aller Beschleuniger auf der Welt, die solche Experimente machen können. Und die allerletzten Datenpunkte, die stammen natürlich vom CERN, von dem großen Beschleuniger LHC. So,
Und was wir gerne machen würden bei FAIR, ist genau diesen Teil hier zu untersuchen. Wie man sieht, da sind nicht so besonders viele Datenpunkte, aber andererseits ist dieser Bereich schon interessant, um zu sehen, was sich eigentlich oder wie nah hier diese Phasengrenze herankommt und die Frage, ob man die eventuell hier auch durchaus erreichen kann. Also, was wollen wir wissen? Wir wollen erstmal wissen, wie gut lässt sich Kernmaterie komprimieren. Da gibt es, das Entscheidende dazu ist, ist die Zustandsgleichung, also jetzt nicht das Phasendiagramm, sondern eine Zustandsgleichung. Und da sieht man schon zwei Sachen. Kernmaterie ist ein bisschen komplizierter als normales Wasser. Bei Kernmaterie gibt es außer Energie oder Druck und Dichte noch eine andere Eigenschaft, nämlich wie groß ist die Anzahl der Neutronen und der Protonen. Wir reden von symmetrischer Kernmaterie, wenn die Anzahl der Neutronen gleich der Anzahl der Protonen ist, und von Neutronenmaterie, wenn die Anzahl der Neutronen, also wenn die Anzahl der Protonen fast null ist. Und man sieht schon, dann ist die Zustandsgleichung, sind hier diese verschiedenen Kurven, das sind alles Modellrechnungen, schon sehr unterschiedlich. Symmetrische Kernmaterie hat hier ein Minimum, da sitzen genau unsere Kerne, das ist auch gut so. Während Neutronenmaterie einfach nur keinen stabilen Zustand hat. Und das Entscheidende ist schon, herauszufinden, wie gut sich die Kernmaterie komprimieren kann. Und die Frage ist natürlich, gibt es einen Phasenübergang und welche Eigenschaften hat ein solcher Phasenübergang? Wie missmacht man denn jetzt das mit der Kernmaterie? Oh, vielleicht sollte ich nochmal zurückgehen. Diese verschiedenen Kurven haben jetzt andere Steigungen. Manche steigen schneller an und manche steigen weniger stark an. Der Druck, da an diesen Steigungen kann man ablesen, wie viel Druck man ausüben muss, um Kernmaterie zu komprimieren. Ja, bei den blauen Kurven muss man extrem viel Druck ausüben. Bei den roten Kurven, da ist es deutlich leichter, das zu komprimieren. Das heißt, um jetzt was über die Kernmaterie zu sagen, müsste man ein wenig einfach nur den Druck messen. Und da haben wir ein praktisches Manometer. Das nennt sich kollektiver Fluss. Eine Kernreaktion ist nicht so, da fliegt alles auseinander. Nein, da gibt es gerichtete Bewegungen. Und eine davon ist diese hier, die hier dargestellt ist. Hier sind die beiden Kerne, die stoßen. Und jetzt, wenn die stoßen und sich so langsam zusammendrücken, dann überlegt sich die Kernmaterie schon, also eigentlich habe ich keine Lust, mich da zusammenzuquetschen, ich gehe jetzt nach oben oder nach unten weg. Und das macht die Kernmaterie tatsächlich. Und dieses Ausquetschen hier kann man messen. Das sind Daten zum Beispiel von einem anderen Experiment an der GSI schon. Die schwarze sind die Datenpunkte und das rote und das blaue sind Modellrechnungen, eine mit einer weichen Zustandsgleichung, das andere mit einer harten Zustandsgleichung. Und man sieht schon, die Daten sind eigentlich ganz gut und es könnte sein, dass es eine relativ weiche Zustandsgleichung ist. Es kann natürlich nicht so bleiben. Und FAIR ist jetzt wird jetzt unter anderem dazu gebaut, das zu höheren Einschussenergien auszudehnen. Und das Wichtige dabei ist, warum FAIR und höhere Einschussenergien? Je höher die Einschussenergie, so dichter ist die Kernmaterie. Das heißt, wenn ich zu höheren Einschussenergien gehe, habe ich auch eine deutlich dichtere Kernmaterie. Dann gibt es noch andere Fragestellungen, das ist auch total interessant. Ändern sich die Eigenschaften von Teilchen in dichter Materie? Das ist etwas, das wir aus unserem Erfahrungsschatz überhaupt nicht kennen. Ja? Aber wenn ich so ein Teilchen in dichte Materie setze, das hat irgendeine Masse, bedeutet das nicht, dass es immer die gleiche Masse hat, sondern typischerweise wird die Masse abnehmen oder kann auch zunehmen. Das sieht man hier ganz schön. Dieses Teilchen, das hier dargestellt ist, oder die Masse des Teilchens, das ist ein virtuelles Teilchen, sagen wir es mal so, das ändert die Masse ziemlich dramatisch. Die wird sogar fast null, wenn wir zu fünffacher Kernmateriedichte gehen, beziehungsweise so in die Richtung von 300 MeV Temperatur.
Dann ist die nächste Frage, gibt es exotische Teilchen und wie werden sie produziert? Und warum ist die Produktionswahrscheinlichkeit von Xi-minus zum Beispiel so hoch? So, wie misst man jetzt solche Dichteabhängigkeiten oder warum ist das so? Das sind jetzt theoretische Vorhersagen. Das ist all das Teilchen im Vakuum. So sieht das aus. Wenn wir das auf den Tisch legen würden, setzen wir das in dichte Kernmaterie, dann wird es breiter. Das sind genauso Effekte, das ist jetzt eine theoretische Vorhersage, die man auch tatsächlich messen kann. Dazu möchte ich jetzt nur ein Bild zeigen. Ja, das ist das Omega-Meson, das kleine Omega-Meson. Das taucht hier, jetzt sind jetzt Schwerionenreaktionen, nicht das Vakuum. Und hier in einer Schwerionenreaktion ändert sich die Form. Und das muss natürlich deutlich genauer untersucht werden, als ich das jetzt hier machen kann. So, und das heißt, für FAIR gibt es an der Stelle, an der wirklich sehr wichtigen und sehr interessanten Stelle auch noch sehr viel Forschungsmöglichkeiten. Das ist das Experiment, das genau das Thema komprimierte baryonische Materie, also komprimierte Kernmaterie untersuchen wird, nämlich CBM und Hades im FAIR bei FAIR. Das ist so ein Event-Display, das ist so, wird es dann mal bei CBM aussehen, bei 25 GeV, Gold auf Gold, also das ist so ein Event, also für, das erfordert schon sehr, sehr gute Detektoren und eine sehr gute Analyse. Und damit möchte ich eigentlich aufhören. Nochmal einen kurzen Blick auf die Experimente, die so jetzt in den nächsten Vorträgen alle nach und nach vorgestellt werden. Also APA mit Atomphysik, Plasmaphysik, Materialforschung und Biophysik. Das PANDA-Experiment, das die innerste Struktur von Nukleon untersuchen wird und nach exotischen Teilchen forschen wir, das CBM-Experiment, das komprimierte, dichte Materie untersuchen wird, und NUSTA mit der Möglichkeit, radioaktive, instabile Kerne zu untersuchen. So hoffen wir, dass in demnächst dann hoffentlich aussehen, in 2027. Und bis dahin bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank. Kommst du zurück zu uns und stoppst mal deinen Bildschirm? Ja, mache ich. So, muss ich noch was machen? Nein. Doch, hast du deinen Bildschirm freigegeben, wenn du das mal kurz stoppst. Ach so, ja, okay. Entschuldigung, ja. Sind wir wieder da. Ja, vielen lieben Dank für den Einblick in die Forschung von FAIR, die uns da erwartet und so richtig in die Kernphysik rein. Und Daniel, ich glaube, wir haben einige Fragen. Genau, wir haben einige Fragen. Ich versuche mal ein bisschen chronologisch durchzugehen, weil die Fragen, glaube ich, auch chronologisch aufpoppten, wenn du bei dem Thema in dem Vortrag warst. Die erste Frage kommt von Monika von Südow. Und zwar interessiert sich Monika dafür, wie sich die Qualität von dem Zinn verändert, je nachdem, welche unterschiedlichen Neutronen- und Protonenzahlen da in dem Zinn drin sind. Qualität im chemischen Sinne dann? Das ist hier nicht näher spezifiziert. Okay. Chemisch könnte ich es beantworten. Du bist der Chemiker. Mach das doch. Also chemisch verändert sich es leider überhaupt nicht. Nur die Masse ändert sich. Und wenn man die Protonen ändert, dann gehen wir auch von dem Zinn weg. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn du die... Aber jetzt sind wir aus den Folien draußen. Also normalerweise ist es völlig richtig. Bei den Isotopen, bei so einer Isotopenreihe ändern sich die chemischen Eigenschaften nicht. Da muss man schon sehr extrem werden. Genau, dann gehen wir weiter. Martin Stammberger interessiert sich für die Stabilitätsinseln und fragt, ob sehr schwere Kerne, also oberhalb von 120, ob da immer noch, also wenn man die erzeugen kann, was wir ja können oder was wir bald können wollen, ob man da immer noch Inseln der Stabilität erwartet und wie, ob man da irgendwann wieder auf eine Stabilität kommt. Also wo liegen die Inseln der Stabilität? Also okay, da gibt es gerade einen Feature-Artikel in Physics Review Letter zu, genau zu diesem Thema, weil man hatte natürlich die
die Insel der Stabilität so in der Größe, entweder bei 114, Z gleich 114 erwartet. Das sollte mit der passenden Neutronenzahl, das ist Flerovium, sollte dann eine Insel der Stabilität bilden. Aber das sieht so aus, als wären diese Vorhersagen nicht richtig und es geht wieder in Richtung 120. Also Z gleich 120. Aber da wird immer noch eine Insel der Stabilität erwartet. Also es gibt eine. Ja. Wir müssen sie nur finden. Aber ja, genau. Das ist halt ganz schwierig. Also ich meine, das sind schon sehr aufwendige Experimente, aber könnt ihr ja mal versuchen, einen vortragen. Ne? Nehmen wir gerne mal mit. Da gibt es auch genug Leute, die bei uns da einiges zu machen. Gut, dann der flache Mars möchte gerne wissen, woher das Lithium im Urknall kommt. Oh, das ist ganz, ganz, also wirklich nur eine ganz klitzekleine Menge und das ist einfach dann so statistisch erzeugt worden. Also es ist wirklich, also da haben sich halt, es war im Urknall, gab es halt genug Dichte, um überhaupt aus dem Proton und Neutron Helium zu formen, auch nicht in dem Maße, also das meiste Helium kommt aus der Sonne. Wir reden wirklich von klitzekleinen Mengen. Also die primäre Quelle für Helium und Lithium sind aus der Sonne. Okay, perfekt. Die nächste Frage kommt von David Costa, der fragt, wie erhöht sich beim R-Prozess die Zahl der Protonen im Kern? Werden die aus Neutronen umgewandelt? Genau. Was dann zum Schluss zerfällt, ist das Neutron. Das emittiert, also es ist ein Beta-Minus-Zerfall für die Spezialisten. Es ist ein Beta-Minus-Zerfall, das heißt, da wird ein Elektron emittiert und es entsteht ein Proton. Ja? Das heißt, es geht eine, also im Prinzip, wenn es so läuft, dann geht es erstmal so, der nächste Zerfall geht so zurück. Perfekt. Dann flacher Mars wieder. Ob man mit unserer Forschung auch noch unbekannte Teilchen zu erwarten hat, dass wir welche finden. Ja gut, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der bei Panda angegangen wird. Also es gibt ein paar Kandidaten, Blue-Ball-Kandidaten, ja, die sind am LHC gefunden worden. Also ist jetzt nichts. Und dann Panda, diese Art und Weise, wie Panda Experimente machen wird, nämlich durch Kollisionen von Proton und Antiproton, haben die schon eine ziemlich einmalige Möglichkeit, diese Strukturen zu untersuchen und eventuell auch neue zu finden. Also typischerweise werden solche Untersuchungen an Elektronenbeschleuniger gemacht. Da kann man die leicht finden. Aber so ein Proton-Antiproton-Experimente bieten die Möglichkeit, noch ein weitaus größeres Spektrum von solchen Teilchen zu suchen. Es sind auch solche vorhergesagt. Also es gibt Vorhersagen, welche Teilchen wann bei ungefähr welcher Energie erscheinen sollten. Perfekt. Also wir hoffen drauf, natürlich. Ja, aber definitiv, ja. Genau. Gut, Jules Schmidt kommt jetzt mit einer sehr speziellen Frage oder sehr, sehr detailreichen Frage. Und zwar, gibt es bereits Messungen, in welcher Größenordnung nukleare Abbremszeiten für inelastische Stöße, zum Beispiel bei moderaten Energien etwas oberhalb der Coulomb-Barriere, liegen könnten? Abbremszeiten? Ja, da bin ich als Chemiker raus. Weiß ich nicht, müsste ich nachgucken. Genau, also. Weiß jetzt doch ein bisschen, darf mal Nein sagen, weiß ich nicht. Kann man, glaube ich, auch sagen. Ich meine, wenn wir alles wüssten, würden wir keine neue Anlage bauen und weiter forschen auf dem Gebiet. Aber ist vielleicht ein interessanter Ansatz, der könnten wir mal weitergeben an die Kollegen. Sag mal, okay, können wir uns gleich mal drüber unterhalten, ja. Perfekt. Dann Alexander Bernd, weshalb ähnelt unser Ringbeschleuniger einem Hexagon? Oh, das hat ganz pragmatische Gründe, weil also die Teilchen, die in dem Ringbeschleuniger beschleunigt werden, müssen ja umgelenkt werden, damit sie auf den Ring gehalten werden. Und zwischen diesen Umlenkmagneten befinden sich gerade Strecken. Und deshalb sieht das so aus wie ein Hexagon.
Das ist einfach technisch bedingt, wenn man so will. Das ist nicht, kein perfekter Ring. Es gibt immer Umlenkstrecke, gerade und... Also unsere Teilchen fliegen nicht wirklich im Kreis, sondern die fliegen immer geradeaus zwischen den Magneten. Genau. Wir bauen die Magnete so, dass es nachher im Kreis rumgeht. Genau. Gut, dann hat Monika von Südo eine zweite Frage. Die geht, nimmt nochmal Bezug auf deine Formulierung von der Blechdose. Also wenn die sogenannte bei dieser sogenannten Blechdose, ist es dann egal, welche Anzahl von Protonen und Neutronen vorliegen? Blechdose? Also so ist die Frage gestellt. Ich kann es auch nicht ganz zusammenhängen. Also wahrscheinlich bezieht sich es auf die verschiedenen Elemente und die Elemententstehung. Da könnte man nochmal sagen, also das Element ist sozusagen definiert über die Anzahl der Protonen. Das ist das. Ja, das Element ist über die Anzahl der Protonen und Neutronen definiert, also der Proton definiert. Das Isotop über die Anzahl der Neutronen. Irgendwie kann ich jetzt nicht so wirklich was vielleicht. Genau, also im Prinzip, wenn man sich diese Nuklidkarte nochmal anschaut, dann gibt die Anzahl der Protonen halt das jeweilige chemische Element an. Das ist so meine Baustelle, ja. Da kenne ich mich ganz gut aus. Und die Isotope, das ist halt dann, wie viele Neutronen im Kern noch vorhanden sind. Und da gibt es halt Konstellationen, wo das Ganze stabil ist und wo es instabil ist. Also ich meine, wenn ich jetzt Kernmaterie einfach in eine Blechdose sperre, so Kernmaterie, spielt es natürlich eine große Rolle, ob es Neutronen oder wie viele Neutronen, wie viele Protonen drin sind. Genau. Monika differenziert das nochmal ein bisschen und fragt halt, ob es für das Zinn irgendeinen Unterschied macht, wie viele Neutronen der Kern halt hat. Aber für das die hatten wir ja schon. Blechdose aus Zinn spielt es keinen Unterschied. Okay, Blechdose, ja. Blechdose aus Zinn ist es egal. Dann nimmt man das Zinn, das am billigsten ist, also das am häufigsten vorkommt. Genau. So, dann kommt noch eine Frage an den Schiff. 24 wird echt teuer. Also das schon. Genau. Martin Stamberger fragt noch, ob wir irgendwann neue chemische Elemente produzieren, die wir in messbaren Mengen haben und die chemischen Eigenschaften untersuchen können. Also, wir werden versuchen, neue Elemente zu produzieren. Jetzt nicht in den nächsten Jahren, aber wir hoffen ja doch, dass wir irgendwann dazu wieder in der Lage sein werden. Und für chemische die chemischen Eigenschaften zu untersuchen, braucht man jetzt nicht messbare Mengen für. Da genügen ein paar Kerne. Ja, man muss ja nicht jede chemische Eigenschaft bestimmen, sondern also die wesentlichen chemischen Eigenschaften, die zur Charakterisierung des Elements notwendig sind. Und da gibt es relativ schnelle Experimente. Also da kann man durchaus mit 10 Atomen während einer Strahlzeit schon Aussagen über die chemischen Eigenschaften treffen. Genau. Auch so ein Thema für einen Vortrag. Genau, da haben wir ein dediziertes Experimentprogramm zu laufen, was genau mit einzelnen Atomen chemische Eigenschaften bestimmt. So, Herr Schmidt weist nochmal darauf hin, eine Frage ist mir tatsächlich durchgerutscht. Ob APA auch bei niedrigen Einschussenergien nahe der Coulomb-Barriere Systeme wie Blei-Blei und Uran-Uran-Stöße sich anguckt, also knapp vor Kernkontakt, ob man mit solchen Experimenten spontane E-Plus-Emissionen messen könnte. Ja, also es gibt ein Programm, das habe ich jetzt nicht erwähnt, also hochgeladene Atome, um damit Experimente zu machen und zu gucken. Ich meine, der Trick an diesen, also nehmen wir mal an, man nimmt einen nackten Bleikern, also Blei 92 plus, schafft und lässt den mit Blei zusammenstoßen. Dann hat man natürlich ein ganz, ganz spezielles Labor und kann dann feststellen, wie die Elektronen, wie ein Bindungszustand zum Beispiel hergestellt wird. Aber ja, das ist ein ABBA-Programm, ja. Genau. Alles ABBA-Programms. Da kann man noch sagen, das ist genau eins der Feature, was FAIR später einzigartig machen wird. Hochgeladene schwere Teilchen. Das wird genau, hochgeladene schwere Teilchen in den Ringen. Wunderbar. So, jetzt kam hier eben gerade noch eine Frage rein. Wie groß ist die elektrische Leistungsaufnahme der Anlage? Also,
Ja, muss ich selber auch sehr hoch. Sehr hoch, ja. Also ich habe die Zahl nicht parat. Du wahrscheinlich auch nicht aus dem Ärmel. Nee, ich könnte sie für die GSI eventuell nachgucken. Relativ präzise sogar. Für fair wirklich nicht. Tut mir leid. Werden wir uns nachher drum kümmern und vielleicht im Chat ergänzen dann die Leistungsabschätzung. Beim nächsten Mal wissen wir es dann. Genau. Oder so, als kleiner Cliffhanger fürs nächste Mal. Wir werden eröffnen mit der Antwort. Das muss auch nochmal von fair sein. Gut. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Yvonne, dann würde ich mich bei dir nochmal ganz herzlich bedanken für den schönen Vortrag. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch und schönen Abend noch. Genau, vielen Dank. Und tschüss. Vielen Dank an den Physikalischen Verein für diese wunderbare Plattform, sodass wir hier uns präsentieren konnten und unsere schöne Forschung ein bisschen nach draußen transportieren konnten. Vielen Dank. Genau, Sie ahnen es, es geht weiter in dieser Reihe. Deswegen der Hinweis darauf, in 2 Wochen, gleiche Stelle, Mittwochabend, 19.30 Uhr, wird uns Michael Devaux mitnehmen in die Welt der Teilchen und jetzt mal all diese Teilchen, über die gesprochen wir haben, Omega, Phi, wie finde ich denn eigentlich so ein Teilchen jetzt tatsächlich mit einem Detektor an FAIR und GSI? Wie das funktioniert, erzählt uns Michael Devaux am 10. Februar hier auf dem Kanal live um 19.30 Uhr. Genau, beim Physikalischen Verein müssen Sie natürlich nicht so lange warten auf die nächste wissenschaftliche Forschungsabend, sondern am nächsten Freitag geht es jetzt schon weiter. Astronomie am Freitag um 20 Uhr wird uns Martin Bender mitnehmen zu Amerikas Rückkehr in den Weltraum. Mal sehen, was es Spannendes zu hören gibt. Und damit Sie das auch immer mitkriegen, können Sie ja, wenn Sie das noch nicht haben, den Newsletter vom Physikalischen Verein abonnieren. Gehen Sie einfach auf die Webpage des Physikalischen Vereins, tragen sich ein und da kriegen Sie immer die Informationen über die neuesten Veranstaltungen und Erinnerungen an die Livestreams und dann verpassen Sie auch nichts. Mhm. Herzlichen Dank an euch beide, dass wir jetzt hier mal mit FAIR und dem Programm online waren und wir hoffen, dass Sie auch, liebes Publikum, beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vielen Dank euch. Tschüss.